Beim Besuch im Mehrgenerationenhaus hatte Ministerpräsident Stanislav Tillich auch einen Fördermittelbescheid dabei. Für die Dachsanierung der Wiednitzer Sporthalle gibt es 17.000 Euro dazu. Gerade für die leistungsstarken Kunstradfahrer hoffentlich eine gute Botschaft, so Tillich. Vielleicht wäre es ja auch irgendwann möglich, hier Wettkämpfe wie in diesem Jahr die ostdeutschen Meisterschaften im Kunst- und Einradfahren auszutragen und nicht immer ins brandenburgische Großkoschen ausweichen zu müssen.